Olli ist auch heute wieder für Sie da, aber bei dem genialen Wetter haben wir ihn mal hochgeschickt auf die Roofbar. Sehen Sie mal, hier sehen Sie ihn schon. Der erwartet Sie unter anderem mit Jutta Steinruck, der neuen Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen, und den Themen Lärm macht krank sowie den Rauswurf des Waldhof-Trainers. Und wir sagen Ihnen natürlich, wie lange dieser geniale Minisommer noch bleibt. Und somit starten wir in die neue Woche. Mannheim aus der Roofbar. Ja, und wir blicken eigentlich etwas weiter weg, nämlich nach Ludwigshafen. Das ist ja eigentlich rotes Land gewesen bis vor 16 Jahren. Von 1945 an hat die SPD den Oberbürgermeister gestellt. Dann kam Eva Lohse von der CDU. Und nun bleibt die Stadt auch weiterhin in der Hand einer Frau. Die Oberbürgermeisterin heißt allerdings nun Jutta Steinruck und ist von der SPD. Sie hat sich in der Stichwahl durchgesetzt gegen Peter Übel und Alesia Harrer, hat den Wahlabend begleitet. In ihren Händen liegt jetzt das Schicksal von Ludwigshafen. Für die kommenden 8 Jahre wird Jutta Steinruck die Geschicke der Stadt lenken. Ein Sieg, den sie sich hart erkämpft hat. Ich war in den letzten Wochen, auch schon vor der Stichwahl, aber dann noch mal verstärkt seit der Stichwahl, im unmittelbaren Gespräch mit so viel wie möglich Bürgerinnen und Bürgern. Ich war von morgens bis abends unterwegs, habe mit Menschen gesprochen, habe ihnen meine Ideen erläutert, habe sie gefragt oder sie haben auch mich befragt. Und ich habe einfach ehrlich Rede und Antwort gestanden. Mit rund 58% entschied Jutta Steinruck die Wahl für sich und ließ ihren Konkurrenten Dr. Peter Übel mit fast 42% hinter sich. Besonders bitter, selbst in seinem Stadtteil Gartenstadt überholte sie ihn. Wir haben in anderen Stadtteilen, die eigentlich sonst CDU-Stadtteile sind, haben wir nicht gewonnen oder knapp nur gewonnen. Auch das zeigt eigentlich nochmal an, dass wir da unsere Wähler nicht ausreichend mobilisieren konnten. Das war das Entscheidende. Vielleicht lag es daran, dass bei der ersten Runde der Abstand 8% oder sowas war und da einige schon gesagt haben, Mensch, da gehe ich jetzt nicht mehr wählen, das macht ja keinen Sinn. Muss man analysieren in aller Ruhe, aber zumindest natürlich die Niederlage tut weh, das ist ja keine Frage. Die 55-jährige Europapolitikerin holt mit ihrem Wahlsieg den OB-Sessel für die SPD zurück und das nach fast 16 Jahren. Am 1. Januar 2018 tritt sie ihre Amtszeit an. Und heute ist sie bei Ron zu Gast, Jutta Steinruck, die neue Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen. Sie konnten jetzt einmal drüber schlafen nach der Wahl. Wie war das Aufstehen heute? Ja, es ist mir ganz leicht gefallen. Ich bin zwar noch etwas müde, aber heute Morgen konnte ich dann in der Zeitung lesen, dass es kein Traum war. Sie haben ja angekündigt, Sie haben eine Vision Innenstadt. Wie sieht die denn konkret aus? Ja, ich will die Innenstadt umstrukturieren, ein Teil als Einkaufsmeile, keine Meile, klein und fein, mit Flair, mit Wohlfühlorten, mit Aufenthaltsqualität, wo die Menschen nicht einfach so wie jetzt durchrennen. Ein Teil zum Arbeits- und Wohnstadtteil. Ich stelle mir vor, dass da zum Beispiel ein Gründerzentrum ist in leeren Ladenlokalen, die es bisher gibt, dass es junges Wohnen gibt, Wohnen für Studentinnen und Studenten aus Mannheim, aus Ludwigshafen, also dass Leben in die Stadt kommt. Wohnraum ist ja ein Thema, was dann auch mit da reinspielt. Bezahlbares Wohnen auch ein Punkt Ihres Wahlkampfs gewesen. Wie wollen Sie das denn schaffen? Denn offensichtlich in vielen Städten greift die Mietpreisbremse beispielsweise nicht wirklich. Die Mietpreise hängen am Angebot und der Nachfrage. Das heißt, wenn wir zusätzlichen neuen Wohnraum schaffen, und ich will Wohnraum in allen Preissegmenten schaffen, dann haben wir auch, decken wir den Bedarf, und das drückt sich natürlich auch auf den Mietpreis dann nieder. Und ich will Lücken schließen, ich will es Investoren leicht machen, in Ludwigshafen in den Wohnungsbau zu investieren. Ich hoffe, ich kann den Stadtrat davon überzeugen, dass wir eine Sozialquote einführen. Das heißt, dass immer auch eine gemischte Wohnbebauung stattfindet bei größeren Bauvorhaben. Und das ist die Arbeit für die nächsten 8 Jahre. Ja, den Stadtrat überzeugen, das wird ja häufiger wahrscheinlich der Fall sein müssen, denn SPD und CDU nahezu gleich auf dort vertreten. Also sie werden viel gemeinsam mit dem Stadtrat eben auch immer agieren.
Ja, natürlich. Das ist Aufgabe einer Oberbürgermeisterin, die stadträtischen Gremien zu überzeugen. Das heißt, nicht nur die bestehende Große Koalition, sondern tatsächlich auch alle demokratischen Parteien will ich mitnehmen. Da habe ich gute Übungen im Europäischen Parlament. Wir arbeiten schon so über Parteigrenzen hinweg und da zählt tatsächlich die beste Idee und nicht von welcher Partei kommt sie. Ein Thema, das viel polarisiert und auch schon jetzt für Unmut sorgt, das ist der Umbau der Hochstraße. Hochstraße Süd ist gerade gesperrt ab heute für Lkw. Was können oder werden Sie denn auch tun, um da den drohenden Verkehrskollaps zu vermeiden? Ja, ich werde versuchen, so viel wie möglich Menschen davon überzeugen, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Man kann heute schon ohne Stau mit der S-Bahn durch Ludwigshafen fahren, nach Ludwigshafen. Das muss ausgebaut werden. Wir brauchen ein qualitativ und quantitativ gutes Angebot, dass wir Autofahrer überzeugen, ihr Auto stehen zu lassen und damit auch die Straßen zu entlasten. Und wir wünschen Ihnen und natürlich das Ganze auch im Sinne der Ludwigshafener Bürger alles Gute für Ihr Amt, Jutta Steinruck. Danke, dass Sie bei uns gewesen sind. Vielen herzlichen Dank. Und Jutta Steinruck hat heute natürlich einen sehr vollen Terminkalender, verständlicherweise. Deshalb haben wir das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. So, wenn man jetzt hier mal hört, dann geht das eigentlich hier oben in Sachen Lärm. Klar, hier sind einige Gäste in der Roofbar, aber was so vom Verkehr, von der Fressgasse hochkommt, das ist relativ wenig. Aber in Mannheim kann es auch ordentlich laut werden. Und wir haben uns gefragt, ist das teilweise auch schon gesundheitsschädlich? Dalin Jonasson hat sich auf den Weg gemacht mit einem Schallmessgerät und kam mit interessanten Erkenntnissen zurück. Lärm nervt, keine Frage. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes fühlt sich mehr als die Hälfte der Befragten von Verkehrslärm belästigt. Aber wie laut ist es denn bei uns? Meine Mission ist es heute mal herauszufinden, wie laut es in Mannheim eigentlich ist. Und deswegen ziehe ich mit einem Schallpegel-Messgerät um die Häuser. Hier ist es gerade noch nicht so laut am Wasserturm, 55 dBA etwa. Schauen wir mal, wie laut es in der Innenstadt ist. dBA, das ist die Lautstärke, die der Mensch wahrnimmt. Zur Einordnung. Ein Flüstern ist etwa 30 dBA laut. Ein normales Gespräch hat einen Geräuschpegel von 60 dBA. Ein Schreien nehmen wir mit 80 dBA wahr. Ich mache mich also auf den Weg in die Mannheimer Quadrate. Auf den Planken führe ich die erste Messung durch. Wir sind jetzt nur ein paar Meter weitergelaufen und wir haben schon die erste Lärmquelle gefunden, eine Baustelle. Schauen wir uns mal an, wie laut es hier ist. Zwischen 65 und 75 dBA zeigt das Messgerät an. Bauarbeiten laufen derzeit auch am Paradeplatz. Findet man dann hier überhaupt seine Ruhe? Hier der Lärm, naja, das muss man ja tolerieren. Ich brauche nicht immer hier zu sitzen, ich brauche es ja nicht mit anzuhören. Ne? Und das wird ja alle 30 Jahre mal gemacht, also muss man das tolerieren. Ne? Wir ziehen weiter zum Messplatz. Die Lautstärke hier ist auch alles andere als Piano. Hier am Messplatz kommen wir schon auf etwa 65 dBA. Es liegt natürlich auch daran, dass hier alles zusammenkommt. Verkehr, die Straßenbahn und die Skateboarder direkt nebenan mit ihrer Musik. Und zum Abend hin nimmt der Verkehr noch einmal zu. Für viele eine Belastung. Hier fahren überall die Autos durch, selbst die kleinsten Straßen, überall fahren die Autos. Also das ist sehr blöd gelöst. Also es ist nicht schön. Extrem ist es die Feuerwehr und die Polizei, was tagsüber viel fährt. Und halt das Gehupe nervt auch. Ich zeige unsere Messung einer Expertin. Denn nun wüsste ich gerne, nervt der Lärm nur oder ist er auch gefährlich? Die Lautstärke ist vor allem auf die Dauer gefährlich, weil dieser ständige Geräuschpegel im Körper Stress verursacht. Und Stress führt zur Hormonausschüttung, zu Blutdruckanstieg, zu Herzinfarkt und Schlagausfall. Das ist nicht dieser akute, hohe Lärm, der da schädigt, sondern dieser permanente Dauerlärm. Einen Hörschaden habe ich durch meinen Tag in der Mannheimer Innenstadt also nicht erlitten. Aber das Gehupe und Gebrumme war alles andere als entspannt. Also einige Fragen in Sachen Lärm haben wir schon beantwortet, aber noch nicht alle. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Professor Dr. Karl Hörmann, HNO-Experte. Beziehungsweise, wenn wir hier oben sind oder überhaupt so durch das alltägliche Leben gehen, wie belastend ist Lärm? Sehr belastend, weil wenn Sie sich vorstellen, wenn wir jetzt miteinander reden, reden wir ungefähr bei 60 Dezibel. Das ist die normale Unterhaltungslautstärke. Wenn Sie jetzt, das sind logarithmische Zahlen, wenn jetzt hier ein Motorrad vorbeifährt oder Straßenlärm ist, dann geht das auf 90 dB hoch. Und das hängt dann davon ab, wie lange Sie dem ausgesetzt sind, wie schädlich diese Lärmbelastung ist. Also heißt, ein punktueller Lärm, zum Beispiel auch durch eine Explosion, kann sehr viel schädlicher natürlich erstmal für das Gehör an sich sein. Da können Sie ertauben, ganz einfach ertauben. Oder Beispiel, wenn Sie in der Disco direkt neben so einer Maschine stehen, die so Bumm macht, können Sie
massiven Ohrgeräusch, Hochtonschwerhörigkeit bis zur Ertaubung erleben. Wann tragen wir denn Schäden davon bei Dauerlärmbelastung? Das ist eine Frage der Zeit. Also nach dem Gesetz ist es so, wenn jemand 30 Jahre lang 40 Stunden die Woche mehr als 90 Dezibel Dauerbelastung hat, dann hat er Chancen darauf, eine anerkannte Lärmschwerhörigkeit als Rente finanziert zu bekommen. 90 Dezibel, ordnen Sie uns das bitte mal ein. Wie viel ist das? So eine Weberei. Ne? Brumm, 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 brumm. So richtig. Soll ich mal so laut brüllen? Nein, da kommen die Leute. Und ticken vielleicht die Mikrofone aus, ja. Genau. Ja. Aber das 8 Stunden am Tag. 30 Jahre im Jahr. Es muss ja nicht unbedingt der ganz laute Lärm sein, auch kleiner Lärm, sagen wir mal durch Kopfhörer oder wie ja. Ich es jetzt hier gerade ja. Auch im Ohr trage. Das ist ja sehr viel weniger, aber wir haben es sehr viel näher am Gehör. Ja, und ich sehe da das größte Problem in unserer Zeit hin. Weil die Betriebe sind alle verpflichtet, Hörschutz ihren Mitarbeitern. Also sie werden keinen Menschen mit einem Pressluftbohrer sehen, der nicht einen Lärmschutz trägt. Aber diese kleinen Dinger im Ohr, die viele unserer Mitbürger praktisch immer tragen, wenn sie Fahrrad fahren, wenn sie joggen, wenn sie im Auto sitzen. Und wenn die den auf 100 dB haben, dann nähern sie sich der entschädigungsfähigen Lärmschwerhörigkeit. Das ist ein Risiko. Und ich habe da im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer gerade ein Papier für das Risiko für Ohrgeräuschentwicklung, Tinnitus und Schwerhörigkeit bei Jugendlichen durch Freizeitlärm gemacht, was dort beweisend ist, dass Dauerfreizeitlärm, was wir eben angesprochen haben, ebenso schädlich ist fürs Ohr. Und Sie haben vollkommen recht, die Nähe zum Ohr spielt die wesentliche Rolle. Also ist jeder im Grunde genommen selbst auch ein bisschen für sein Gehör verantwortlich. Seines Glückes Schmier. Ja. Dann erstmal danke Ihnen, Professor Dr. Karl Hörmann, dass Sie uns das so eingeordnet haben. Und wir sind dann auch gleich wieder hier oben in der Roofbar. Dann haben wir unter anderem den Sport für Sie. Getta ist es nämlich nicht mehr Trainer bei Waldhof Mannheim. Und weitere Nachrichten aus der Metropolregion, die hat jetzt Theresa Hackel für Sie im Überblick. Auftakt im Doppelmordprozess. Zwei Männer und eine Frau müssen sich seit heute vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten. Sie sollen Ende 2016 zwei Unternehmer entführt, von ihnen Geld erpresst und sie dann getötet haben. Fast 1 Million Euro sollen die Angeklagten erzwungen haben. Das Interesse der Öffentlichkeit am Verhandlungsauftakt war groß. Der Prozess ist allerdings noch vor Verlesen der Anklage vertagt worden, auf den 3. November. Mehr Überwachung. Im Laufe des kommenden Jahres sollen in Mannheim 71 neue Kameras installiert werden, an 28 unterschiedlichen Standorten. Rund 880.000 Euro kostet die neue Technik. Besonders die Bereiche vor dem Hauptbahnhof, dem Plankeneingang und der Bereich Paradeplatz und Breite Straße werden zur Kriminalitätsbekämpfung stärker kontrolliert. Ab Januar 2018 werden Kameras erneuert, ab April dann die Geräte in den Bereichen Innen- und in der Neckar-Neustadt neu installiert. Asylbewerber darf bleiben. Im Berufungsverfahren gegen einen Mann aus Afghanistan ist heute vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg das Urteil gefallen. In erster Instanz wurde der Antrag des Afghanen, der 2015 eingereist war, abgelehnt. Heute fiel die Entscheidung für den Antragsteller positiv aus. Wir müssen abwarten, ob das Urteil rechtskräftig wird. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Wenn das Urteil rechtskräftig wird, dann ist er rechtskräftig anerkannter Flüchtling. Und das bedeutet, er hat einen Anspruch auf Familiennachzug. Internationales Filmfestival. Von 9. bis 19. November findet das 66. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg statt. Der Veranstalter hat heute Mittag in Mannheim das umfangreiche Programm verkündet. 42 Länder sind vertreten. Die Zuschauer können 3 Weltpremieren und 10 deutsche Premieren sehen. Michael Kötz, Direktor des Filmfestivals, ist überzeugt, dass alle Besucher auf ihre Kosten kommen. Ich verspreche, dass jeder Film einen Einblick in fremdes Leben so gibt, als wäre man monatelang mindestens dort selber und könnte sich selbst ein Bild machen. Life Beyond Me ist der mit Spannung erwartete Eröffnungsfilm. Der Kartenvorverkauf startet am 20. Oktober. Und wir werden sportlich bei Ron. Der Aufstieg sollte es eigentlich sein bei Waldhof Mannheim. Jetzt hat der Verein aber schon 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und Konsequenzen gezogen. Getteis ist nicht mehr Trainer beim SVW. Maximilian Wendel mit den Hintergründen. Die katastrophale Leistung beim 1:3 beim VfB Stuttgart 2 war zu viel des Guten. Nach 15 Monaten ist für Getteis bei den Blau-Schwarzen Schluss.
Vorübergehend soll der bisherige Co-Trainer Michael Fink die Abwärtsspirale beim Tabellenachten stoppen. Es war in der Woche schon so ein bisschen Kritik an ihm aufgekommen. Es gab schon die ein oder anderen Gespräche. Von daher lag es schon so ein bisschen in der Luft, dass wenn das Ergebnis eben beim nächsten Spiel nicht so passt, dass es eventuell zu einer Veränderung kommt. Die Stimmung im ersten Training nach der Ära Deiß war trotz der angespannten sportlichen Lage bestens. Gut, wenn jetzt unter dem ganzen Spaß natürlich die Leistung und Konzentration im Training nicht da wäre, dann müsste man angreifen, so eben nicht. Der Abschied heute Morgen soll freundschaftlich gewesen sein und Deiß die Entscheidung sportlich aufgefasst haben. Ich habe natürlich mit ihm gesprochen, er hat mir jetzt erstmal Glück gewünscht für die nächsten Tage, weil in 2 Tagen natürlich schon das nächste Spiel ansteht, das ist eine kurze Zeit. Aber er hat mich auch gesagt, dass ich ihn anrufen kann, wenn ich möchte. Viel Zeit hat Fink also nicht. Morgen Abend steht im Badischen Pokal das Halbfinale gegen Astoria Waldorf an. Problemstellen gibt es reichlich. Ja, erstmal natürlich die mentale Frische, mentale Stärke wieder den Jungs in die Köpfe reinzukriegen. Nach den beiden Niederlagen und auch jetzt noch den Trainerweggang ist natürlich immer so, dass so ein bisschen in den Köpfen so schwerfällig ist. Das gesteckte Saisonziel, Aufstieg in die dritte Liga, ist aktuell weit entfernt. Ausreden gibt es für die Spieler jedenfalls jetzt keine mehr. Und auch bei den Mad Dogs Mannheim lief es nicht. Wir sind beim Eishockey in der Regionalliga und beim Derby gegen die Eisbären aus Eppelheim. Da gab es eine herbe Klatsche. Tobias Becker war mit dabei und Marcel Schreiner fast zusammen. Spätestens im letzten Drittel ist es ganz deutlich geworden. Die Eisbären Eppelheim waren die bessere Mannschaft auf dem Eis. Die Mad Dogs ließen ihre Hütte zu oft unbewacht, entsprechend klingelte es immer wieder im Kasten. Wir brauchten unbedingt die 3 Punkte und die Mannschaft hat gut aufgespielt. Bei einigen Spielern ist sogar der Knoten geplatzt, dass sie auch mal das Tor treffen. Sein Trainerkollege Sascha Trivunov war nach der Niederlage aber nicht am Boden zerstört, stellt dagegen den Lerneffekt seiner Spieler in den Vordergrund. Haben Sie so eine Klatsche oder so aufs Maul zu bekommen, ist eigentlich auch mal wichtig. Zumal die Rollenverteilung sowieso feststand. Wir sind als Favorit in das Spiel reingegangen und wollten dementsprechend auch von Anfang an marschieren. Das taten sie dann auch mit großem Erfolg. 2:9 ist eigentlich eine klare Angelegenheit. Zumindest phasenweise waren seine Jungs aber ganz gut im Spiel. Das Mitteldrittel machte den Mad Dogs Lust auf mehr. Also wir hatten im 2. Drittel, fand ich, haben die Jungs ganz gut gespielt, 6-7 Minuten. Und die anderen 53 Minuten waren eigentlich zum Vergessen. Dieses kurze Aufbäumen, das die Hausherren auf 2:3 heranbrachte, genügte dementsprechend nicht. Du kannst halt jetzt nicht 7 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten gut spielen, das langt nicht. Du musst 3 Drittel lang deine Arbeit machen, ansonsten geht es halt nicht. Genau das haben die Eisbären aus Eppelheim getan. Alles in allem war es vom Ergebnis her auch absolut okay. Eppelheim ist nun wieder auf dem besten Weg in die Playoffs. Die Mannheimer stehen dagegen vor anstrengenden Wochen gegen starke Gegner. Und 1899 Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann, der kann nicht nur Fußball, sondern auch Charity, nämlich als Schirmherr. Das hat er gezeigt, zusammen mit dem Rotary-Club Mannheim, dem badischen Auktionshaus Wiesloch und dem Porsche-Zentrum Mannheim haben sie nämlich eingeladen zu einer Charity-Auktion zugunsten von Freezone. Das ist eine Anlaufstelle für Kinder und junge Menschen in schwieriger Lebenslage. Also ich kenne diese Einrichtung seit Jahren und ich weiß, also dass die, um die sich überhaupt niemand mehr kümmert, zum Beispiel die zwischen 18 und 25, die aus jedem Netz auch beim Jugendamt rausfallen, dass die da einfach nochmal einen Anlaufpunkt haben. Und das ist eine richtig gute. Und das Ganze hat sich auch gelohnt. Laut Veranstalter sind nämlich mehr als 16.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Wir sind gleich wieder dann für Sie da, dann unter anderem mit dem goldenen Oktober, den wir gerade hier haben. Und dann schalten wir auch zu Christian Heckel, dem RTL-Chefwettermann. So, also technisch funktioniert auch manchmal bei den besten Bedingungen etwas nicht. Wahrscheinlich hat gerade einer der Kollegen schön mit Flipflops ein Kabel aus dem Bau gezogen. Wer weiß das schon so genau? Also jedenfalls der goldene Oktober, der ist da und beschert uns alle nochmal richtig schöne Tage, vor allem auch ein tolles Wochenende. Kann man nochmal Revue passieren lassen, was man da eigentlich so getrieben hat und auch was unsere Kollegen getan haben. Christina Hecking, die war nämlich für Sie in der Metropolregion unterwegs. Leichte Nebelschwaden liegen am frühen Morgen noch über Heidelberg. Ein gutes Zeichen, denn nach morgendlichem Nebel wird es meist sonnig. Um den Herbst in seinen schönsten Farben zu genießen, sind die Ersten schon gegen 10 Uhr auf dem Philosophenweg unterwegs. Das ist herrlich. Also vor allem, man hat trotzdem das gute Wetter und dann die goldenen Blätter und den Nebel und alles über dem Fluss. Ich bin zum ersten Mal in Heidelberg und es hätte nicht besser sein können. Was gefällt Ihnen denn ganz besonders gut? Die schönen Farben der noch hängenden Blätter. Einfach noch ein bisschen tanken für den Winter. Ein bisschen auftanken noch.
weil der September und Oktober bisher vom Wetter nicht so toll war. Bisher, seit dem Wochenende jedoch Sonne satt und dafür verantwortlich Hoch Tanja. Und die bringt nicht nur viel Sonne, sondern auch Temperaturen um die 25 Grad. Auf dem Neckar nutzen das einige gleich mal für eine Runde Stand-Up-Paddling. Und auch im wenige Kilometer entfernten Ladenburg ein bisschen Sommer mitten im Oktober. Mit mehr als 23 Grad war Ladenburg am Wochenende schon einer der Wetterrekordhalter hier in der Region. Und auch jetzt ist es schon so warm, dass ich diese Jacke hier gar nicht mehr brauche. Am frühen Nachmittag in Mannheim. Absolute T-Shirt-Temperaturen. Und bei dieser Familie kommt da gleich ein bisschen Urlaubsstimmung auf. Also wir haben zuerst auch mal überlegt, vielleicht jetzt im Herbst noch mal wegzufliegen. Und dann aber der goldene Herbst jetzt doch bei uns auch. Von daher freuen wir uns natürlich riesig. Und schön einfach jetzt noch mal auch die Düfte wahrzunehmen, die der Herbst bietet. Die Blätter, die fallen, die verschiedenen Farben. Schön, dass wir noch mal so einen tollen Herbst haben, ja. Und der Herbst, der wie Sommer aussieht, soll auch wie Sommer schmecken. Die Eisdielen momentan also rappelvoll. Und das freut natürlich die Eisverkäufer, denn die hatten mit dem plötzlichen Aufschwung gar nicht mehr gerechnet. Ja, es ist wunderbar, dass wir so ein schönes Oktober haben. Und natürlich, da profitieren wir. Eis ist eine Impulsware und dadurch eben schönes Wetter begünstigt eben diese Verkostung. Verkosten, das durfte heute auch mal unsere Reporterin. Bei inzwischen 22 Grad habe ich mir hier mitten im Oktober auch noch mal ein Eis gegönnt. Ob Eis essen, Fahrradfahren im Laub oder Lernen in der Sonne, das können die Menschen in der Region auch in den nächsten Tagen noch. Denn bis einschließlich Donnerstag soll der goldene Oktober noch bleiben. Also, liebe Menschen in der Metropolregion, noch mehr raus ins schöne Wetter und Sonne tanken. Und woher der Mini-Sommer kommt und ob er auch bleibt, darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem RTL-Chef-Wetterman, mit Christian Heckel. Christian, also bei uns bestimmt in der Metropolregion eher Shorts und Flipflops heute das Straßenbild. Wie ist das denn bei euch in der Redaktion in Köln? Hat man sich da auch dem Dresscode angepasst? Ja, ich bin extra zum Kleiderschrank und habe mir das gelbe Sommerhemd noch mal rausgeholt, Ärmeln hochgekrempelt. Für mehr hat die Zeit leider nicht gereicht, denn meteorologisch ist einiges los. Zum einen haben wir den Ex-Hurricane Ophelia und zum anderen die rekordverdächtig hohen Temperaturen hier in Deutschland, auch heute wieder mehr als 27 Grad. Ja, das kam ja doch schon relativ überraschend, nachdem ja viele schon die Heizung angeworfen hatten. Bei wem können wir uns denn für diesen Minisommer bedanken? Ja, also dieser Ex-Hurricane Ophelia ist natürlich schon maßgeblich an unserem fast schon spätsommerlichen Wetter beteiligt. Er ist von den Azoren heute Richtung Irland gezogen und da war heute mächtig der Bär los. Wir sehen hier die Windgeschwindigkeiten an der irischen Südküste. Da ging es heute Mittag plötzlich hoch bis an die 150, knapp 160 km/h. Inzwischen ist der Höhepunkt da aber überschritten. Das Ding zieht weiter nach Schottland und damit wird auch bei uns dann die Warmluftzufuhr allmählich schwächer. Bis Mittwoch gilt aber auch in der Metropolregion weiterhin der goldene Oktober bleibt. Ja, aber wie treu ist Ophelia denn? Oder anders, wann reicht sie die Scheidung ein? Ja, scheidungsmäßig sind wir schon leider auf einem guten Weg, weil von der Bezeichnung her sind wir jetzt schon so weit, dass das eigentlich jetzt schon ein normales außertropisches Tief ist, also kein Hurricane mehr, sondern schon die Ex-Ophelia. Insofern ist die Scheidung weit fortgeschritten und ab Donnerstag wird sie dann endgültig eingereicht. Da geht es wettermäßig bergab. Gut, und diese eine Frage muss natürlich dann auch noch sein, also jetzt, wo es schon die ersten Lebkuchen in den Supermärkten gibt, wird es was mit weißen Weihnachten? Ja, also diese rein hypothetische Frage beantworte ich um diese Jahreszeit gern mit ja, weil jetzt haben wir schönes Spätsommerwetter und wenn wir uns jetzt schon freuen können auf Schnee zu Weihnachten, also ich sag mal ja, es gibt in der Rhein-Odenwald- und Neckar-Region auf alle Fälle weiße Weihnachten. Ja, danke, das hören wir gerne. Dankeschön, Christian Heckel. Und was das Wetter zumindest in der unmittelbaren Zukunft macht, das sehen Sie jetzt. Das goldene Oktoberwetter bleibt uns auch morgen noch erhalten. So startet der Dienstag zwar vor allem an Rhein und Neckar oft noch mit Nebel. Sobald sich der aufgelöst hat, können wir uns aber wieder über richtig viel Sonne und meist strahlend blauen Himmel bei nur wenig Schleierwolken. Dazu wird es erneut angenehm warm. Die Temperaturen erreichen bei schwachen bin 21 Grad im Pfälzerwald und bis 24 Grad rund um das Rhein-Neckar-Dreieck. Viel Sonne und immerhin noch bis 20 Grad verspricht auch der Mittwoch. Am Donnerstag werden die Wolken zwar schon etwas zahlreicher, dennoch überwiegen auch da noch freundlichen Abschnitte. Erst der Freitag wird herbstlicher mit vielen Wolken und ersten Schauern. Das Ganze dann zudem bei etwas kühleren 17 Grad. Soweit die Aussichten und was die Aussichten auch thematisch morgen bringen, das haben wir gleich für Sie. Mit diesen schönen Bildern aus Mannheim darf ich jetzt auch von hier oben erstmal Tschüss sagen. Und Tina, du kannst die Sendung zumachen.
Ja, ganz genau. Du bist aber auch wirklich ein echter Glückspilz, dass du da oben hast senden dürfen. Wir würden uns gerne verabschieden von Ihnen. Wir hoffen, dass Sie auch morgen wieder dabei sind. Dann hoffen wir, dass wir unsere kleinen Probleme wieder in den Griff gekriegt haben. Danke, dass Sie unsere Zuschauer waren. Bis morgen.